In einem Gemeinschaftsprojekt des Forschungscampus Stimulate mit den Partnern Otto von Guericke Universität, Fraunhofer IFF und dem Leibniz-Institut für Neurobiologie, alle angesiedelt in Magdeburg, wurde ein System entwickelt, mit dem ein Roboter mittels Signalen aus dem Gehirn gesteuert werden kann. Das System soll demonstrieren, dass durch eine Kombination aus Entschlüsselung elektrophysiologischer Signale und intelligenter Robotik das Benutzen eines künstlichen Arms für schwergelähmte Patienten möglich ist. In dem hier beispielhaft gezeigten Szenario soll der Proband 4 beliebig angeordnete, mit Ziffern beschriftete Objekte in die richtige Reihenfolge bringen. Zur Steuerung des Roboters werden elektrophysiologische Signale benutzt. Daher ist es notwendig, dass der Patient in der Lage ist, mit seinen Augen verschiedene Punkte zu fokussieren und willentlich zu blinzeln. Die Benutzerin oder der Benutzer sitzt vor einem Tisch, der gleichzeitig als Aktionsfläche des Roboterarms und als Display dient. Auf ihm können vielfältige Informationen angezeigt und visuelle Stimulationen präsentiert werden. Mittels EEG, also dem Elektroenzephalogramm, werden elektrische Signale aus dem Gehirn abgeleitet sowie die Bewegung des rechten Augenlides mittels Elektrookulogramm überwacht. Die Signale werden umgehend analysiert, um einen gewünschten Befehl zu dekodieren. Vor jeder Benutzung des Systems ist eine kurze Kalibrierung nötig, um die Datenauswertung für den aktuellen Patienten anzupassen. Danach ist das System bereit, asynchrone Befehle zu empfangen, also jederzeit einen der möglichen Befehle auszuführen oder, wenn keine Intention erkannt wird, im Ruhemodus zu bleiben. Das System erkennt die Position der Objekte automatisch mit Hilfe von 2 Kameras. Dabei werden visuelle Marker, sogenannte April Tags, verwendet, um die Objekte zu identifizieren und deren Position zu bestimmen. Um eines der Objekte auswählen zu können, werden dem Benutzer oder der Benutzerin mit verschiedenen Frequenzen flimmernde Interaktionsflächen auf der Tischfläche angezeigt, die möglichst nah beieinander, aber in gleicher Konstellation wie die Objekte angeordnet sind, sodass der zu einem Objekt zugehörende Stimulus leicht zu identifizieren ist. Der Benutzer oder die Benutzerin fokussiert nun eine entsprechende flimmernde Interaktionsfläche, woraufhin die spezifische Frequenz über den visuellen Hirnarealen gemessen werden kann und vom System erkannt wird. Welche Frequenz gerade vom System erkannt wird, wird dem Benutzer oder der Benutzerin mit einer grünen Umrandung der flimmernden Interaktionsfläche signalisiert. Ist dies die Interaktionsfläche, die er oder sie wählen möchte, bestätigt er oder sie den Befehl durch einen einfachen kurzen Lidschlag. Sollte einmal versehentlich ein falscher Befehl ausgewählt werden, kann der Benutzer oder die Benutzerin durch einen doppelten Lidschlag den Befehl rückgängig machen. Nachdem das Objekt gewählt wurde, werden verschiedene Positionierungsmöglichkeiten angezeigt, von denen wiederum eine Position durch Fokussieren der entsprechenden flimmernden Interaktionsfläche gewählt werden kann und mit einem Lidschlag bestätigt werden muss. Wenn Objekt- und Zielpositionen gewählt wurden, was jeweils durch ein graues Quadrat angezeigt wird, kann der Benutzer oder die Benutzerin entscheiden, ob die Umpositionierung durch den Roboter autonom ausgeführt werden soll oder ob die Auswahl verworfen werden soll. Dafür muss erneut ein entsprechendes Symbol fokussiert und durch Lidschlag ausgewählt werden. Nach Aktivierung werden die erforderlichen Bewegungen für die Manipulation und den Transport des Objektes mithilfe eines kollisionsfreien Bahnplanungsalgorithmus berechnet und im Anschluss durch den Roboter umgesetzt. Nach Beendigung der Roboteraktion kehrt das System in seine Ausgangsposition zurück, in welchem nun die Objekt- und Zielpositionsauswahl erneut beginnen kann. Mit dem entwickelten System sind aufgrund der flexiblen Objekterkennung, intelligenten Robotik und stimulusbasierten Hirn-Maschinen-Schnittstelle diverse weitere Anwendungen denkbar.